Tiereschlau enthüllt die Gründe, warum Hunde ihren Kopf neigen und ob es etwas bedeutet, das angegangen werden muss. Erster, um dich besser zu hören. Es sollte keine Überraschung sein, dass das Gehör eines Hundes viel empfindlicher ist als unser eigenes. Sie können eine größere Anzahl von Tonfrequenzen wahrnehmen, von denen viele wir nicht können. Aus diesem Grund glauben viele Forscher, dass Hunde ihren Kopf neigen, damit sie ihr Ohr auf bestimmte Geräusche richten können, in diesem Fall unsere eigene Stimme. Obwohl sie die Bedeutung der Wörter, die wir sagen, nicht verstehen können, können Hunde Assoziationen mit bestimmten Wörtern herstellen. Sie können etwa 200 Wörter lernen, einschließlich Befehlen und Anweisungen, die durch Training und Erziehung vermittelt werden, insbesondere bei Verwendung von positiver Verstärkung. Wenn Sie sehen, dass Ihr Hund seinen Kopf neigt, wenn Sie mit ihm sprechen, hören Sie möglicherweise genau zu, was Sie sagen möchten, insbesondere wenn eines dieser Wörter Spaziergang oder etwas Ähnliches ist, worauf Sie sich besonders freuen. Sie können auch auf etwas Anleitung hoffen, insbesondere bei Hunden, die gut auf Training ansprechen. Zweiter, um dich besser zu sehen. Schon in jungen Jahren gewöhnt sich Ihr Hund daran, nach oben zu schauen, wenn er bei Ihnen ist. Speziell schauen Sie in Ihr Gesicht und auf Ihre Gesichtsausdrücke, was Ihnen hilft, sowohl zu identifizieren, was Sie von Ihnen erwarten, als auch Ihren Gemütszustand. Eine Theorie über das Kopfnicken besagt, dass einige Rassen es schwieriger finden, sie zu sehen, wenn sie direkt auf sie schauen. Indem sie ihren Kopf neigen, können sie ein vollständigeres Bild ihres Gesichts haben. Diese Annahme mag bei Rassen mit einem langen Schnauzenprofil am plausibelsten sein. Diese lange Verlängerung verhindert, dass der Hund ein vollständiges Bild ihres Gesichts hat, wenn er sie von vorne ansieht. Indem sie ihren Kopf neigen, verpassen sie keine Geste und haben eine bessere Möglichkeit, zu interpretieren, was sie sagen. Dritter, aufgrund von Schmerzen. Manchmal kann das Neigen des Kopfes, wenn sie mit ihnen sprechen, darauf hindeuten, dass der Hund unter einem Ohrenproblem leidet. Sie könnten es drehen, um Linderung von dem Unbehagen zu suchen, das sie empfinden, normalerweise in Form von Juckreiz oder Schmerzen. Wenn dies der Grund ist, warum ein Hund den Kopf neigt, werden sie dies nicht nur tun, wenn sie mit ihnen sprechen. Sie werden es oft tun und sie werden wahrscheinlich andere Symptome wie Rötung des Ohres, Schorf, abnormale Wachsansammlung und Kratzen beobachten. Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt, wenn Sie eines dieser Anzeichen bei Ihrem Hund bemerken. Vierter, aufgrund von Taubheit. Ein Hund, der taub auf einem Ohr ist, wird den Kopf neigen, um zu versuchen, dich besser zu hören, weil ihre Reaktion auf auditive Reize beeinträchtigt ist. Viele taube Hunde können immer noch visuelle Hinweise und Vibrationen wahrnehmen, daher neigen sie möglicherweise immer noch den Kopf als Reaktion auf bestimmte visuelle Reize. Dazu gehören die Lippenbewegungen oder Gesichtsausdrücke der Besitzer. Taubheit bei Hunden ist eine Möglichkeit, die sie ebenfalls berücksichtigen sollten, wenn ihr Hund den Kopf neigt, wenn sie mit ihm sprechen. Es kann Ihre Lebensqualität beeinträchtigen und wir möchten zusätzliche Unterstützung bieten, um Ihnen zu helfen. Fünfter, erlerntes Verhalten. Wir sind die Referenz für einen Hund. Sie lernen von uns und verwenden unser Verhalten, um verschiedene Dinge über ihre Umgebung zu assimilieren. Wir sehen vielleicht das Kopfnicken als ein liebenswertes Verhalten, also wenn Sie von uns eine positive Reaktion erhalten, wenn Sie es tun, könnten Sie es weiterhin tun, um Positivität von den Menschen zu erhalten, die Sie lieben. Neigt Ihr Hund den Kopf, wenn Sie mit ihm sprechen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen und wir sehen uns beim nächsten Mal.